Bruno Lüttke wurde am 3. April 1908 in Köpenick geboren. Er wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und arbeitete unter anderem als Kutscher. Wegen kleinerer Diebstähle war er bereits Polizei bekannt, wurde aber wegen angeborenem Schwachsinns als unzurechnungsfähig eingestuft und somit nie verurteilt. Am 29. Mai 1940 wurde er vom Naziregime zwangssterilisiert. Am 29. Januar 1943 wurde eine 51-jährige Rentnerin im Köpenicker Stadtwald aufgefunden, ermordet und missbraucht. Bald wurde Lüttke festgenommen. Er war als ängstlich bekannt und jeder Befragte wusste, dass er nicht mal beim Hühnerschlachten zusehen konnte. Dennoch entlockten die Ermittler dem zurückgebliebenen Lüttke mehrere Geständnisse zu zahlreichen Morden im ganzen Deutschen Reich. 53 Fälle wurden so zu den Akten gelegt und 84 Morde soll Lüttke gestanden haben. Obwohl es keinerlei Beweise gab, galt er offiziell als schuldig. Es kam allerdings nie zu einer Verhandlung. Lüttke starb am 8. April 1944, vermutlich während an ihm durchgeführter Experimente in Wien. Der Fall wurde in den 50er Jahren sogar verfilmt, mit Mario Adorf als Lüttke im Nachts, wenn der Teufel kam. Erst seit Mitte der 90er geht die Mehrheit davon aus, dass Bruno Lüttke vermutlich nicht mal einen einzigen Mord begangen hatte und die Behörden lediglich möglichst viele Fälle abschließen wollten.